Willkommen zurück zu meinem Let's Play von Pokémon Gelb. Ja, wir haben heute den 22.04.2016, 20.26 Uhr, um genau zu sein. Wir haben heute Freitag. Vielleicht seht ihr den Part heute noch, wenn nicht, gibt's morgen zwei. Was genau wollte ich jetzt sagen? Genau, normalerweise müsste ich eigentlich noch ein Video fertig schneiden und noch einen Text für Englisch fertig machen. Aber da habe ich jetzt keine Lust drauf, deswegen nehme ich auf. Ja. Es war ein Video für die Schule, für den Deutschunterricht, für das Buch Nathan, der Weise, Wirk, Kotz, Brech. Aber egal. Ich habe mir den letzten Part vom letzten Mal angeguckt. Und da habe ich gesagt, wir möchten gerne in diese Villa reingehen, wir möchten gerne in den Markt gehen und wir möchten gerne in der Spielhalle zu Team Rocket gehen. Und ich habe schon in den Kommentaren gelesen, dass Team Rocket wahrscheinlich immer die gleichen Pokémon haben wird. Und ich hoffe einfach mal, dass meine Pokémon besser gegen die sind, als die Geister-Pokémon, die da in diesem Lavandia-Gedöns waren. So. Ich muss mal mein Mikrofon etwas weiter wegmachen. So. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier in die Villa. Oh, ein Pokémon. Ich sehe ein Pokémon. Guten Tag. Pipi. Ist das eine Omi? Oh, ich hoffe, das ist eine Omi. Bitte lass das eine Omi sein. Nidoran. Eine Plastik, die Dicta darstellt. Mauti! Mauti! Auto. Meine treuen Pokémon leisten mir Gesellschaft. Mauti bringt mir sogar Geld mit nach Hause. Oh, dein Pikachu ist ein wahres Prachtexemplar. Dein Pikachu scheint dich zu mögen. Ja. Was ist hier? Wow, Unmengen Bücher über Pokémon. Wie komme ich denn da hinten hin? Das sieht ganz komisch aus. Ich hab irgendwie... Da, auf! Oh, so. Aufwärts. Sieht dir so zugestellt irgendwie aus. Wow, bla. Kann man das hier verschieben? Ach genau, ich wollte heute mal gerne was ausprobieren. Game Free Konferenzraum. Ach so. Mit einem Bett drinne. Natürlich. Und zwar habe ich ja immer das Problem, dass ich... dass meine Stimme ein bisschen langsamer ist als das Game-Video-Gedöns. Und da wollte ich jetzt mal probieren, ob das funktioniert, dass ich am Anfang synchronisiere und am Ende synchronisiere und das dann einfach so zusammendrücke. Es müsste an sich, wenn ich, keine Ahnung, 2 Stunden aufnehme, fällt das von der Geschwindigkeit her nicht auf. Aber vielleicht ist es dann einfach direkt angepasst. Dann kann auch sein, dass es nicht funktioniert. Deswegen werden wir sehen. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen, Sabrina. Okay, der quatscht auf jeden Fall über die Pokémon-Arena-Leiter. Das Drehbuch. Ich schaue mir das Ende besser nicht an. Ich bin der Grafiker. Ich habe dieses alles gezeichnet. Was hast du denn gezeichnet? Du siehst auch voll aus wie ein Nerd. Dort spielt jemand, anstatt zu arbeiten. Du alter Scherzkeks, du. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen. Gib nicht auf. Zeig ihn mir, wenn er komplett ist. Ist das Fourth Wall? Ich glaube schon. Ich? Ich bin der Programmierer. Was machst du? Der Programmcode. Davon sollte man besser die Finger lassen. Wenn man keine Ahnung von hat. Okay. Aber mein Pokédex wird eh nie voll werden. Ich habe mir übrigens ein Bier aufgemacht. Und zwar ein Heineken, was wir uns aus Holland mitgebracht haben, der Dennis und ich. Beziehungsweise Dennis hat mir einen Kasten
geschenkt, weil es den für 10 Euro gab. Ja, und ich glaube, die haben... Ich weiß nicht, wie das da mit Flaschenpfand ist, keine Ahnung. Köln-Donka bewahren. Wisst ihr Bescheid? Ich finde, das schmeckt auch irgendwie anders als das, was man hier in Deutschland kaufen kann. Also schmeckt besser. So, was steht hier vorne eigentlich? Game Freak Entwicklungsabteil. Ach, Game Freak. Stimmt. Game Freak. Ich habe da eben überhaupt gar nicht dran gedacht. Aber Game Freak sind ja wirklich die Entwickler. Bin ich hier echt drinne verewigt? Wie komme ich denn da hin? Verstehe nicht, wie ich da hinkomme. Vielleicht ist das auch irgendwie verbunden. Geht das nach unten? Nach oben geht das. Da kann man von hinten irgendwie rein. Von hinten. Komme ich da hin? Nein. Ich würde da aber hinkommen. Oh, ich komme da doch hin. Oder? Ha, ich komme da doch hin. Wunderbar. Und jetzt? Ist bestimmt abgeschlossen. Ich weiß alles. Ich kenne jedes Detail der Pokémon-Welt in deinem Gameboy. Triff dich mit Freunden und tausche Pokémon. Ja, ist hier mit der Tafel. Tipps für Trainer. Die Benutzung des Link... War das jetzt so kaputt? Ach, die Benutzung des Link-Kabels. Okay, dann habe ich zu schnell gedrückt. Machen wir einfach mal. Link-Info. Spricht man die Bedienung hinterher... Was? Ich muss nochmal... muss nochmal beginnen. Oh, ist das viel... Spricht man die Bedienung hinter der rechten Theke im Pokémon Center an, während zwei Gameboys per Game Link Dialogkabel verbunden sind, so gelangt man in den Kabelclub. Okay, Kolosseum. Im Kolosseum kannst du gegen einen Freund antreten. Im Handelscenter können Pokémon getauscht werden. Wow. Nice. Kann ich das haben? Ich habe einfach mal so ein Evoli bekommen? Alter. Nein! Jetzt muss ich den ganzen... okay. Sehr gut. Top Sache. Cool. Ich habe einfach mal ein Evoli bekommen. Ja, gut, dass ich hier hochgegangen bin. Oh, meine Nase juckt. Ein Infoblatt über TM. Es gibt insgesamt 50 TM. Außerdem gibt es 5 VM, die mehrfach nutzbar sind. Silphco. Ich habe irgendwas gelesen mit Silph Scope. Das brauche ich, um bei dem Geist vorbeizukommen oder sowas. Hm. Okay. Na gut, dass wir hier oben waren. Haben wir ein Evoli bekommen. Aber wir können mal... Warum wird das denn nicht so aufgerufen? Unser Pokédex. Wo ist denn hier Evoli? Aber wir haben ja noch kein Evoli gefangen. Evoli. Achso, und ich muss ein paar Getränke kaufen. Genau, das wird mir auch noch gesagt. Wo ist denn das Evoli? Mann. Da!
Evoli, Evolution, Größe 30 cm, Gewicht 6,5 kg. Evolis genetischer Code ist sehr instabil. Es kann sich auf verschiedene Weise entwickeln. Ja, das war ja mit diesem komischen Stein. Also, je nachdem, was man dem Pokémon für einen Stein gibt, entwickelt sich das halt in anderes. Kann man hier hinten irgendwo rein? Nö. Was ist hier mit dem Baum? Nee, auch nix. Konnte ja sein. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hier noch irgendwas? Nee. Gut, dann waren wir jetzt da fertig, gehen wir in den Markt. Und in dem Markt kaufen wir uns Getränke. Weil es sind ja sehr viele Leute durstig. Warum ist da sowas? Ich muss die Bäume abklappern. Der da oben ist sehr verdächtig. Nein. 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 Achso, und mir wurde gesagt, dass in diesem langen Verbindungsstück, ich weiß nicht mehr, welcher Tunnel das war, aber durch den wir gegangen sind, um hier hinzukommen, liegen Münzen rum. Ja. Die brauche ich nicht unbedingt. So, das war die Villa. Wo ist der Markt? Da ist der Markt. Links oder rechts? Links oder rechts? Rechts. Ist das egal, wo wir reingehen? Komm, wir quatschen mal mit ihr hier. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel das hat sich komisch angehört. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Ah. Erdgeschoss, Kundeninformationen. Erstes Stockwerk, Utensilien für Trainer. Zweites Stockwerk, Videospiele. Drittes Stockwerk, Geschenkartikel. Viertes Stockwerk, Drogerie. Dachgarten, Automaten. Wahrscheinlich Zockerei, was ist das hier? Darf ich nicht benutzen. Ja, ist gut, Pikachu. Sehr fröhlich. Okay. Ja, das hatten wir schon. Ist hier noch irgendwas? Ich weiß, in Gold gab es einen Fahrstuhl. Yeah. Und dann konnte man noch ins Untergeschoss fahren und da weiß ich nicht mehr, was da war. Da waren auf jeden Fall so Kisten und sowas, die man mit Stärke wegdrücken konnte. Och, zwei Nerds. Hallo, kann ich dir behilflich sein? Was hast du denn? Oh. TMs. Toll. Nein. Ich weiß nicht mehr, wie viele Bälle ich habe. Ich kaufe mal noch 5. Ja. Dankeschön. Und noch 3 Tränke. Ein Auto. Okay. Nein, geh weg. Okay. Vor längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Ja. Nö, nicht unbedingt. Superschutz hält Pokémon auf Distanz. Es ist besser als normaler Schutz. Ja, das sagt der Name auch aus. Meine Nase, Junge. Ah. So. Was sind hier Videospiele? Warum darf ich damit nicht daddeln? Ja, ist gut, Pikachu. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit? Vielleicht hilft dir das hier. Oh, TM18. Was ist das? Was ist das? Konter. Hast du noch irgendwas für mich? Ich brauche die TM hier sowieso nicht. Na gut. Was mit dir? Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer. Und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Ja.
Oh Mann, ich will hier daddeln. Komm, Georock. Ich bin Georock-Sammler. Nanu? Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Cool. Mein Kumpel tauscht sein Kangama gegen mein Georock. Die rote und die blaue Pokémon-Edition. Cool.